Ich bin im Wald unterwegs, an einem sonnigen Wintertag. Zuerst wirkt alles noch sehr idyllisch. Je weiter ich aber im Wald komme, sieht es aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Also da stimmt etwas definitiv nicht. Da wollen wir mehr darüber wissen. Wir treffen jetzt den Oliver Frey, Förster von Böttstein und Villigen, und er wird uns Auskunft geben. Wir sind hier im Gebiet Hart und es sieht ziemlich traurig aus. Wieso das? Ja, ist richtig. Wir haben hier ein Gebiet, wo, oder wenn wir zurückschauen, haben wir die Situation, dass die letzten 10 Jahre für den Wald schlicht zu trocken waren. Und dann ist das 2018 gekommen, wo extrem trocken war. Und das hat dann eigentlich das Fass zum Überlaufen gebraucht. Also mit anderen Worten, es war ein trockenes Jahr. Die Bäume hatten zu wenig Wasser, die sind fast verdurstet. Und dann haben wir einen Untergrund oder einen Boden, der hier sehr kiesig ist. Mit anderen Worten, der Boden kann sehr wenig Wasser speichern. Und diese beiden Gründe haben dazu geführt, dass nachher der Borkenkäfer eigentlich relativ ein ringes Fressen hatte. Also er hat sich dann hier wirklich explosionsartig vermehren können. Welche Baumart müsste dann gepflanzt werden, damit es dem Boden gerecht wird? In diesem Fall hier haben wir jetzt etwas mit Waldföhren gesetzt. Wir haben hier auch zusätzlich einen sauren Boden. Also wir haben hier auch die Edelkastanie, also den Maroni-Baum, eingebracht. Also wir schauen wirklich heute schauen, was hat man für einen Standort. Wir schauen, welche Baumarten passen auf diesen Standort und dort dann entsprechend die Baumarten auswählen. Was können jetzt Waldbesitzerinnen und Besitzer machen oder die Bevölkerung, um euch zu helfen in dem Problem? Mein konkreter Aufruf ist eben, es ist eine Chance, Baumarten einzubringen, die unsere Nachkommen auch mal Freude haben daran. Es ist eine Chance, die Baumarten einzubringen, die Zukunft haben. Und es ist vor allem auch eine Chance, dass wir wieder einen Wald anbringen, wo man dann irgendwie 5-10 Jahre auch wieder die Erholung geniessen kann, wo der Lebensraum, Biodiversität und so weiter zum Zug kommt. Also einen vielfältigen, artenreichen Wald zu begründen, da wäre das Ziel. Und jetzt kann sich jeder beteiligen an dieser Aktion? Ja, mit 10 Franken wären wir dabei. 10 Franken, das ist die Anschaffung der Pflanzen. Das ist der Schutz. Man muss die Pflanzen schützen vor dem Wild. Plus die Arbeit, da ist man plus minus bei 10 Franken. Also mit 10 Franken kann man wirklich ein Bäumchen kaufen, wir setzen es dann und dann wird es nachher gepflegt, sodass es dann wirklich auch Zukunft hat. Wir sind hier oben auf dem Geissberg. Was ist jetzt der Unterschied zu dem Gebiet, zu dem, wo wir vorhin waren? Also wir haben hier eigentlich zwei grosse Unterschiede. Einerseits ist, wir haben komplett einen anderen Boden. Also im Böttstein haben wir den sauren Boden, den kiesigen Boden gehabt. Hier haben wir basisch kalkigen Boden. Also da kommt sehr schnell der Felsen, der Kalkfels. Und das gibt eine ganz andere Baumartenzusammensetzung. Man sieht es auch, wenn man schaut, hier haben wir jetzt einen Bestand mit Buchen, fast ausschließlich Buchen. Ganz typisch ein Kalkbaumart, der sehr gerne auf diesen Standort wächst. Und was ist jetzt hier der Schaden? Der Schaden, wie man auch hier wieder sieht, ist neben unserer Trockenheit, die wir hatten, neben zu wenig Wasser, haben wir im
Januar 2021 sehr viel Schnee gehabt. Sehr nassen Schnee und eine sehr grosse Menge von Schnee. Und das hat dazu geführt, dass viele Bäume umgekehrt sind, weil sie einfach die Schneelast nicht haben tragen. Und das Bild ist genau da. Also wirklich enorme Schäden eben auch durch den vielen Schnee. Und wir sind hier oben ja auf einem Berg. Was bedeutet denn das unten fürs Dorf? Bei den Bergen und unten zu Dorf kommt natürlich sofort dann der Gedanke vom Schutzwald. Das kennt man eigentlich sonst nur in den Bergen. Aber wir haben hier wirklich einen ausgeschiedenen Schutzwald. Wir haben es etwa einmal erlebt, dass Steine runter sind bis ins Dorf. Und darum hat man den ausgeschieden von der Gemeinde. Dort dann auch entsprechend bewirtschaftet, also sehr extensiv. Mit dem Ziel, dass man eigentlich immer eine Bestockung hat. Mit möglichst vielen Baumarten, die, wenn ein Stein abgeht, vielleicht dann so einen Stein aufhalten können. Man tut auch ganz gezielt manchmal Bäume quer reinfällen, die dann auch eine natürliche Barriere darstellen für die Steine. Mhm. Jeder Franken zählt. Mit jedem Franken oder mit jedem Baum, der gesponsert ist, können wir etwas dazu beitragen, dass wir die Ziele, die wir jetzt erwähnt haben, können erreichen. Und wenn wir vielleicht nochmal zusammenfassend anschauen, oder? Wir haben Probleme mit den Buchen, wir haben Probleme mit der Weisstanne. Fichte frisst uns den Käber weg. Bei der Ösche haben wir die Öschenwölke. Und diese vier Baumarten, das sind unsere vier Hauptbaumarten. Das sind rund 75-80%. Und wenn man mit 3/4 der Baumarten ein Problem hat, dann hat man wirklich ein Problem, das man angehen muss. Mit nur 10 Franken pro Baum können auch Sie einen Beitrag leisten, dass unsere nächsten Generationen noch einen Wald geniessen können.